Hallo und herzlich willkommen zu TUC Talk. Bei uns dreht sich heute alles darum, wie wir in Zukunft mit autonomen Maschinen und humanoiden Robotern agieren wollen. Schon heute haben sie sich nämlich ihren Platz in unserem Alltag gesichert, zum Beispiel beim Rasenmähen, Einparken oder medizinischen Eingriffen. Aber dabei spielen Sicherheit, Akzeptanz und Interaktion eine besonders wichtige Rolle. Denn wie schwierig das Nachahmen von menschlichen oder tierischen Verhaltensweisen wirklich ist, das erklärt uns unser heutiger Gast. Er ist Experte auf dem Gebiet der Psychologie und kombiniert sein breites Fachwissen mit einer großen Begeisterung für Themen der Mensch-Technik-Interaktion. Professor Dr. Georg Jahn wurde in Bad Kötzting im Bayerischen Wald geboren. Nach Studium und Promotion in Regensburg und einer anschließenden Beschäftigung als Postdoktorand in der Ingenieurpsychologie an der TU Chemnitz arbeitete er zur Raumkognition in Tübingen und an der Princeton University. Nach einer Juniorprofessur in Greifswald und einer Professur in Lübeck fand er den Weg zurück nach Chemnitz. Hier leitet er seit 2016 die Professur für angewandte Gerontopsychologie und Kognition mit den Schwerpunkten Gesundheit, Bildung und Mensch-Technik-Interaktion. Zeitgleich erfüllt der Vater einer einjährigen Tochter noch weitere Funktionen innerhalb der Universität. So ist er außerdem Studiendekan und Prüfungsausschussvorsitzender für den Masterstudiengang Human Factors, Sprecher der Kernkompetenz Mensch und Technik sowie Sprecher des kürzlich bewilligten Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies. Er selbst bezeichnet sich als hartnäckigen, weichgespülten Dickschädel, der in seiner Freizeit am liebsten in europäische Städte reist, Tango tanzt oder sich von Familienhund Jascha zu Forschungsideen inspirieren lässt. Herzlich willkommen, Professor Jahn. Schön, dass Sie heute bei uns sein können. Hallo. Ja, wie wir eben gehört haben, haben Sie einen Hund, der Sie gerne mal zu Forschungsideen inspiriert. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir doch erstmal schauen, was sich denn tatsächlich hinter dem Großprojekt Hybrid Societies, also hybride Gesellschaften, verbirgt. Wonach wird hier geforscht? Es geht um die Interaktion von Menschen mit verkörperten digitalen Technologien im öffentlichen Raum. Wir Menschen koordinieren uns flüssig, wenn wir uns auf belebten Plätzen begegnen oder auf den Fluren von öffentlichen Gebäuden. Zwischen Verkehrsteilnehmern klappt die Koordination auch meistens reibungslos, weil wir Menschen das Verhalten der anderen antizipieren und unser eigenes Verhalten darauf einstellen. Aber was geschieht, wenn autonome Technologien Menschen begegnen im öffentlichen Raum? Denken Sie an Transportfahrzeuge auf Krankenhausgängen zum Beispiel oder hochautomatisierte Fahrzeuge im Straßenverkehr. Auch Drohnen und Roboter werden zunehmend im öffentlichen Raum eingesetzt. Und dann ist die Frage, was ist die Herausforderung, wenn diese neuen Agenten auf Menschen treffen, die zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit solchen Technologien interagieren? Wir Menschen sind evolviert für die Interaktion mit biologischen Agenten. Und diese evolvierten Interaktionsweisen und kulturell geprägten Interaktionsweisen müssen berücksichtigt werden, wenn Technologien entwickelt werden. Menschen können sich einstellen auf neue Technologien, sie können lernen und die Technik sollte das unterstützen. Aber es gibt Grenzen für die Bereitschaft dieser Anpassung. Und wie eng diese Grenzen sind, kann man erkennen, wenn man sich überlegt, wie hoch die Latte liegt für die autonomen Agenten, die wir akzeptieren im öffentlichen Raum in entwickelten Gesellschaften. Das sind nämlich eigentlich nur ausgewachsene Menschen. Die größeren Tiere sind in Ställen oder sie sind an der Leine oder in Zoo oder hinter Wildzäunen und die kleinen Kinder sind immer in Begleitung. Autonom agierende Agenten, die nicht wirklich fähig sind, die nicht verständig sind, die werden leicht als Hindernis wahrgenommen und sie werden auch als Hindernis wirken im öffentlichen Raum. Und das ist die Herausforderung, zu deren Bewältigung Experten für menschliches Verhalten und Experten technischer Disziplinen zusammenarbeiten müssen. Das heißt, Sie beschäftigen sich also im Grunde damit, wie diese Technologien dann künftig besser mit den Menschen interagieren können. Jetzt ist es ja aber sicherlich nicht so leicht, einem Roboter oder einem Humanoiden menschliches Verhalten beizubringen. Wo liegen denn hier die Knackpunkte? Woran muss geforscht werden? Ja, es geht eigentlich hauptsächlich darum, wie diese künstlichen Agenten gestaltet sind. Die Menschen können die Situationen
verstehen, in denen diese Interaktionen ablaufen. Sie können die Absichten der beteiligten Agenten verstehen, sie können deren Fähigkeiten erkennen, sie können deren Aufmerksamkeitsausrichtung erschließen. Und deswegen kommt es darauf an, dass die künstlichen Agenten ausdrucksstark sind in Aussehen und Bewegung. Und in einem Teilbereich des Sonderforschungsbereichs geht es darum, wie das Aussehen und Bewegungsmuster allgemeine Fähigkeiten signalisieren. Also zum Beispiel, wie schätzen Menschen einen Roboter ein, der eine menschenähnliche Gestalt hat und sich in bestimmter Weise bewegt? Welche Fähigkeiten sprechen sie dem zu oder anderen Menschen, die eine Prothese tragen oder ein Exoskelett? Und im zweiten Teilbereich geht es darum, wie situationsspezifische Absichten erkannt werden und signalisiert werden. Zum Beispiel, welche Informationen den Bewegungsmustern eines Fahrzeugs entnommen werden können über die beabsichtigten Fahrmanöver oder auch die Interaktionen über Gesten ist hier Thema. Im dritten Bereich, der Shared Environments heißt, geht es um die Koordination im geteilten Raum, beispielsweise über Blickverhalten, aber auch um die Steuerung von künstlichen Körpern aus der Ferne. Das hat großes Potenzial, weil durch die Steuerung durch Menschen aus der Ferne künstliche Körper menschliche Intelligenz bekommen sofort und potenziell auch menschliche Ausdruckskraft, wenn menschliche Bewegungsmuster auf die künstlichen Körper übertragen werden. Und dann ist die Frage, welche Informationen brauchen Menschen für effiziente Steuerung von künstlichen Körpern aus der Ferne? Das hat auch Verbindung zum vierten Forschungsbereich, der Sensor and Motor Capabilities heißt. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, welche Delays, welche Verzögerungen sensorischer Rückmeldung noch toleriert werden in der Teleoperation, aber auch um Wahrnehmungs- und Handlungsschleifen bei der Koordination auf kurze Distanz, zum Beispiel bei der Übergabe von Gegenständen. Und ganz grundsätzlich antizipieren wir die Herausforderungen aus der Mensch-Technik-Interaktion mit solchen künstlichen Agenten. Und wir forschen in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu Fragen, die in den beteiligten Disziplinen Grundlagen und fachwissenschaftlich interessant sind. Das sind ja ganz schön viele Herausforderungen, die da beachtet werden müssen. Jetzt ist es ja so, dass Sie oder vielleicht auch Ihr Hund Jascha sehr viel inhaltlich zur Konzeptionierung des Sonderforschungsbereichs beigetragen haben. Wie viel Arbeit ist denn tatsächlich hineingeflossen und wie froh waren Sie, als die Nachricht kam, dass es geklappt hat? Begonnen hat es damit, dass Peter Ohler im Institut für Medienforschung 2016 die Arbeit initiiert hat an einem Antrag für eine Forschungsgruppe zum Thema Embodied Cognition in Virtual Environments. Und unser Rektor hat ihn ermuntert, diesen Antrag etwas zu erweitern, den Kreis der Beteiligten zu erweitern und daraus eine Exzellenzcluster-Skizze zu machen. Im November 2016 hat Peter Ohler mich angerufen im Flughafenbus in Berlin und mich gefragt, ob ich die Koordination übernehmen möchte, weil sein Pensionierungsalter vor dem Laufzeitende dieses Clusters gelegen hätte. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war. Jedenfalls haben wir uns ins Zeug gelegt und im April 2017 diese Exzellenzcluster-Skizze eingereicht. Im September haben wir dann erfahren, dass wir damit nicht erfolgreich waren, aber wir haben positive Rückmeldungen zum Inhalt bekommen und haben dann die Zusammensetzung angepasst, haben inhaltlich geschärft und im Juni 2018 die Skizze für den Sonderforschungsbereich eingereicht, im Juli 2019 den Vollantrag. Und der ist im September positiv begutachtet worden und im November auch im Senat der DFG befürwortet worden, sodass der Sonderforschungsbereich jetzt im Januar 2020 offiziell eingerichtet worden ist. Erstmal für 4 Jahre, kann zweimal verlängert werden, also insgesamt 12 Jahre. Das ist das Ergebnis von 3 Jahren Arbeit. Das bedeutet Anerkennung, über die wir uns mächtig freuen, aber bedeutet auch eine Verpflichtung, dieser Anerkennung gerecht zu werden mit erstklassiger Forschung und diese Chancen, die ein Sonderforschungsbereich bietet, aktiv zu nutzen. Was glauben Sie denn, hat für die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den Ausschlag gegeben, diesen Antrag von Ihnen da anzunehmen? Also aus den Rückmeldungen können wir entnehmen, dass es uns
überzeugend gelungen ist, Elan zu vermitteln. Wir sind aufgetreten als eine gut eingespielte Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die große Lust haben, diese Zukunftsthemen der Mensch-Technik-Interaktion gemeinsam anzugehen, voranzubringen, uns zu vernetzen mit Kolleginnen und Kollegen international und voneinander zu lernen. Ganz wichtig war auch, dass wir zwei Chancen überzeugend genutzt haben, die solche Sonderforschungsbereiche bieten. Sie sind ein Instrument, um interdisziplinäre Zusammenarbeit im großen Stil zu organisieren zu Themen, die solche Zusammenarbeit brauchen. Und sie sind Instrumente zur Strukturbildung und Hochschulentwicklung. Und dieser Sonderforschungsbereich stärkt zwei Kernkompetenzen unserer Universität, die Kernkompetenz Mensch und Technik und die Kernkompetenz Materialien und intelligente Systeme. Wichtig war auch, dass wir aufgebaut haben auf bestehende Strukturen, knüpfen an größere Forschungsprojekte zur Mensch-Technik-Interaktion, in denen die erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit bereits demonstriert worden ist, auch unter Beteiligung von Psychologinnen und Psychologen, die verteilt an verschiedenen Fakultäten an Themen arbeiten, die anschlussfähig sind, auch an das Thema des Forschungsbereichs, Sonderforschungsbereichs. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Universität. Aber was bringt denn der Sonderforschungsbereich jetzt aus Ihrer Sicht der TU Chemnitz, also außer Prestige? Ja, der Sonderforschungsbereich wirkt strukturbildend durch die Stärkung der Kernkompetenzen. Durch das integrierte Graduiertenkolleg wird 30 Doktorandinnen und Doktoranden, die in den Projekten arbeiten, eine strukturierte Promotion ermöglicht unter besten Bedingungen. Die Universität wird international sichtbarer mit Zukunftsthemen. Sie wird attraktiver als Forschungsstandort für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karrierestufen. Sie wird attraktiv als Forschungspartner für Grundlagenthemen, auch für angewandte Themen in Kooperation mit Unternehmen. Und die Veranstaltungen des Sonderforschungsbereichs kommen dem wissenschaftlichen Nachwuchs der ganzen Universität zugute, auch den Studierenden. Die Studierenden, vor allem in den einschlägigen Studiengängen, zum Beispiel Human Factors oder Sensorik und kognitive Psychologie, können in den Projekten mitarbeiten, sie können Projektarbeiten absolvieren oder ihre Abschlussarbeiten machen. Außerdem sind Mittelbewilligungen mit so einem Sonderforschungsbereich verbunden, die Ziele der Universität befördern, zum Beispiel Gleichstellungsziele oder auch Ziele der Internationalisierung. Und es werden nachhaltige Forschungsinfrastrukturen geschaffen. Ein Beispiel ist das Teilprojekt Informationsinfrastruktur, das Instrumente zum Forschungsdatenmanagement in Abstimmung mit der Universitätsbibliothek und mit dem Rechenzentrum entwickelt, die der Universität insgesamt zugutekommen. Und eine Besonderheit hat dieser Sonderforschungsbereich, weil er sich einem Thema widmet, ein Thema adressiert, was viele Menschen faszinierend finden und was offensichtlich gesellschaftliche Relevanz hat. Und deswegen haben wir ein Öffentlichkeitsarbeitsprojekt aufgenommen, das mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Dialog tritt. Und das stärkt natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit der ganzen Universität. Das heißt, Sie werden von uns hören und sehen. Und ich möchte dazu einladen, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns zusammen sich diesen spannenden Themen zu widmen. Ja, so soll es sein. Professor Jahn, ich danke Ihnen für das Gespräch heute und wünsche Ihnen natürlich gutes Gelingen und spannende Ergebnisse. Vielen Dank. Ja, in unserer nächsten Ausgabe wollen wir uns näher mit der menschlichen Psyche beschäftigen. An unserer Universität gibt es nämlich nicht nur die psychosoziale Beratungsstelle, an die sich Hochschulangehörige wenden können, sondern auch eine psychotherapeutische Hochschulambulanz, in der unsere Psychologiestudierenden praxisnah forschen können. Sollten Sie Fragen an den Leiter Prof. Dr. Stefan Mühlich haben, so nutzen Sie gern unsere eingeblendete E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal.